So kann man es machen. Das würde ich ganz gerne hier so hochlaufen lassen, hier irgendwie. Ja, das kriegen wir schon hin. Können wir auch gleich mal machen. Dass das vielleicht auch tatsächlich ja, noch ein bisschen so ein Teilerfließband. Ja, nee, das wäre jetzt nicht so toll. Teilerfließband. Ja, so kann man es machen. Aber nicht unbedingt da. Kann man eigentlich auch. Das kann man eigentlich auch jetzt hier so machen. Das geht auch. So. Jetzt führen wir hier das ganze Kram erstmal hoch. Natürlich immer da, wo ich bauen will, da steht erstmal so ein Strommast. So. Da wieder weg. Zack. Zack. So. Strom. Strom, Strom, Strom. So. So kommt der jetzt so rum. Dann ein unterirdisches. Ja. Dann können wir den. Das kann weg. Können wir die hier weiter durchlaufen lassen. So. Da. Ja, ja. Werkzeuggürtel. Gut, Werkzeuggürtel können wir gebrauchen. Da haben wir mehr Platz da unten. So, so und so. Ja, ja, genau, so soll es sein. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nochmal diese Öfen, diese Hochöfen. Wo haben wir sie denn? Haben wir sie überhaupt schon hergestellt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ja, ja, haben wir. Haben wir hergestellt. Diese Öfen brauchen wir nicht mehr. Die packen wir auch irgendwann weg. So, 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 so. Hier kann noch eins hin. Hier kann noch eins hin. Ja, hier vielleicht nicht unbedingt. Oder? Na doch, doch, hier kann auch noch eins hin. Eins Hochofen, weißt du? So. Zack, zack. Nein, das war falsch. Zack. Weg. Weg. So, jetzt brauchen wir noch die Krabbelarme. Ach nee, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen ja noch mehr. Hier drüben fehlen ja auch noch zwei Masten. Zack. Zack. So, jetzt brauchen wir die Krabbelarme. Dann kann der hier schön reingrabbeln und hier reingrabbeln. Und hier und hier und hier. Brauchen wir noch ein Fließbänder. Ja, ich weiß, ich wollte es ursprünglich nicht zubauen, aber es geht gerade nicht anders. Das können wir später noch verändern. Das ist doch nicht so schlimm. Bei der Gelegenheit können wir eigentlich auch die Stahlproduktion noch weiter ankurbeln. Was dann eigentlich auch bedeutet, dass wir auch wieder mehr Eisenplatten herstellen müssen. So. Zack, rin. Zack, rin. Zack rin, zack raus, zack raus, zack raus, zack raus, 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 raus und raus. So, was
mangelt es jetzt? Ach, es mangelt an Strom. Zack, zack, zack. Oh. Oh. So. So. Den kleinen Denkfehler. So, jetzt wird hier auch Stahl ordentlich produziert. Zwar immer noch insgesamt zu wenig, aber... Ja, und hier kommt noch relativ wenig an. Zack, machen wir so, nehmen wir den mal weg. Ja, und jetzt haben wir schon zu wenig Metallplatten. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Dann würde ich mal sagen, dass wir auf dieser Seite auch noch eine Produktion auch noch machen. Ja, dann haben wir hier so mitten im Eisenerzfeld so ein Fließband, das wollte ich eigentlich auch nicht. Zumal wir ja wirklich viel, viel Platz haben. Und das Erz, das staut sich hier immer noch. Immer noch ziemlich reichlich. Die kommen nicht dazu, sich abzubauen. Ja, wie machen wir es jetzt am dümmsten? Ich überlege kurz. Weil diese werden ihre Metallplatten gar nicht mehr los. Und hier werden sie schon abgegrabbelt. Was dann vielleicht bedeuten würde. Ja. Da staut es sich. Hier staut sich nichts. Na gut, Stahl braucht mehr Metall als nur Metall. Ja, kommen wir wohl nicht drum rum. Wir müssen eine zweite Produktionslinie hier wohl mal machen. Dass hier wieder ordentlich rankommt. Dann machen wir die nochmal schnell. Vor allem mal schnell. Mal eben, geht ja schnell. Hier ist klar. Machen wir nochmal 5 Öfen. Begeistert bin ich davon nicht, aber... Weil uns die jetzt leider hier mitten in unserem Erzfeld drin stehen. Zack. So, ist jetzt irgendwas ohne Strom? Nö. Ja, außer die natürlich, aber das brauchen wir hier nicht. Das brauchen wir hier auch nicht. Ja, alles gut. Gut, dann... Dann. Machen wir hier so. Nein, hier wollte ich eigentlich. Zack. So. Der kann weg, dann wird es übersichtlicher. So, lange. Grabbelarme. Einmal dafür. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik immer lauter wird. So. Jetzt noch Strom. Zack. Zack. Zack.
Jetzt geht's hier auch los. Ich gucke mal kurz. Darf das hier eigentlich zweispurig raufkommen? Ja, darf es eigentlich. Eigentlich ja. Eigentlich dürfte es das, aber das lassen wir mal. Ich sollte vielleicht das Ganze schon früher sich teilen lassen, oder? Oder einfach noch einen Teiler hier zwischensetzen. Damit es besser verteilt wird vielleicht. Ich meine, wenn sich das hier staut, das ist ja nicht schlimm. Das wird dann hier drauf geführt. Aber diese Öfen werden ihr Kram gar nicht mehr los. Ja. Landaufschüttung. Brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Motoren. Stimmt, Motoren brauchen wir dann tatsächlich noch ein bisschen später. Das hier würde ich noch gerne machen. Das brauchen wir, glaube ich, auch, um dann irgendwann die blauen Tränke erforschen zu können. So, oder mache ich das so, dass ich einfach eine Produktion hier vielleicht langlaufen lasse? Wäre das sinnvoll? Oder halt ab hier so die Produktion vielleicht hier parallel langlaufen lasse? Könnte man machen. Ja, der hier hinten hat immer noch nichts zu tun. Das ist nicht so schön. Ich glaube, wir machen das tatsächlich jetzt mal etwas anders, dass das hier zweispurig dann drauf kommt. So, Teilerfließband. Nein. Zack. Zack. Zack, zack. Na, toll, das war jetzt, ja. Hochintelligent. Nein, so nicht. So. Und so. Nein, das war jetzt nicht richtig. Wie ging das nochmal? Ach so, so ist ja überhaupt Quatsch. Teilerfließband ist schon richtig, aber der muss nach unten gucken. Da muss er drauf gucken. So. So, so. Junge, Junge. Jawohl. Werden die Krempel auch langsam los? Jetzt wird das hier auch ein bisschen schneller leer. Ich glaube, wir müssen tatsächlich langsam mal die schnellen Fließbänder mal erforschen. Da müssen wir aber auch dann erstmal schauen, wie das am besten geht. So, jetzt könnt ihr alle wieder anfangen hier zu leuchten. Das ist schön. So. Und ich mache es einfach mal hier jetzt so, dann kommen die gleich auf die andere Seite. Ja, gut. So kann man es schon mal ganz gut machen, aber jetzt kommt hier wieder weniger an, ne? Na, wahrscheinlich aber nur, bis sich das hier am Ende staut. Ja, es fängt schon an, sich zu stauen. Na, müssen wir sehen.
Ja, das Teilerfließband war eine gute Idee. Ich meine, hier kommt ja immer noch 100% raus, weil es wird ja nur aufgeteilt. Das ein bisschen ordentlicher ist. Ja. Ja gut. So können wir es lassen. So, die gesamte erste Folge haben wir schon mit nur dem Fließbandgebabble hier verbraten. Wir sind ja jetzt schon in der zweiten Folge, also in der Folge 12 müsste das jetzt sein. So, wie machen wir das jetzt hier am besten? Brauchen wir denn dafür? Brauchen wir dafür? Brauchen wir dafür? Brauchen wir hier irgendwo? Nein, wollte ich ja gar nicht. Brauchen wir irgendwo eigentlich Kupferdrähte? Brauchen wir irgendwo die Drähte? Nein, brauchen wir nirgends. Das heißt nur Kupferplatten. Teilerfließbänder. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir gleich mal 10 Stück mal herstellen. So, die kommen zurück. Die kommen auch rein. Stahlkiste. Ja. Kiste in die Kiste. Obwohl, nee, lieber nicht. Huh. Nein, so nicht. Hallo? So. Forschungsdingsies haben wir auch noch hier drin. Warum habe ich die jetzt eigentlich gebaut, die Forschungsdingsies? War wahrscheinlich, um schneller zu forschen, ne? Bah. Diese Bäume. Hier noch einen hin und den können wir dann nicht hinsetzen, weil das so ist. Jetzt steht natürlich dieser eine Baum hier noch. So, jetzt störe ich. So, gut. Ach ja, Fließbänder brauchen wir auch wieder. So. Und wir können es mal hier fortführen. Nein, ich drücke immer auf E. Warum? Warum mache ich das immer? So ein Quatsch. Obwohl, ja, ich weiß, man könnte sich das Ganze auch mit den Fließbändern auch sparen, stattdessen nur Greifarme dazwischen setzen, aber nee, das können wir später machen, wenn uns tatsächlich der Platz ausgehen sollte. Oder hier können wir es auch machen. Das ist ja nicht so schlimm, das können wir immer noch machen. So, und zwar nehmen wir dafür einen schnellen Greifarm. So, nein, falsch rum. So. So, genau. Weil der hier wird sonst nicht versorgt. Jetzt brauchen wir wieder Strom. Strom. Zack, zack, zack. Und ja auch schön geforscht werden. Jawohl. Und alle haben sowas davon. Das ist schön. So, jetzt müssen wir hier oben. Ach ja, stimmt ja. Wollten wir hier auch noch machen. Ach, haben wir ja schon. Das ist ja ein Träumchen. Da war ich ja doch noch nicht. War ich da doch mal nicht so lahmarschig. Nein. Klick, 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 klick. Ja, ganz, ganz toll. Weiter forschen. Immer wenn wir hier Fließbänder legen, dann kommt hier diese komische Kackmeldung. So. So, können wir es hier rüber? Ja, hier können wir schon rüber. So, so, so. Unterirdische Fließbänder. Zack. Könnte man das?
Weiß jetzt nicht. Gucken. Natürlich nicht. Warum sollte das auch funktionieren? Gut, dann machen wir es so. 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 Passt. Gut, dann brauchen wir auch noch Kohle. Brauchen wir auch noch irgendwo her. Die holen wir dann von da oben. So, Fließbänder. Zack. Zack. So, und dann fließt das hier. Ja. Fließt das hier oben lang. Das ganze Gekrempel. So, jetzt sollte ich mir vielleicht tatsächlich nochmal ein paar Granaten basteln. Kann ich gerade nicht. Mangels Kohle. Oh. Na gut. Nein. Nein. Ja, hier geht's schneller. Oder nehme ich tatsächlich von diesem Kohlefeld den ganzen Kram? Könnten wir eigentlich auch machen. Erzförderer haben wir noch. Nehmen wir mal die 4. Eisenplatten brauchen wir eh wieder. Ah ja, wie schön, hier staut sich es auch. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So. Mal gucken, wie kriegen wir jetzt am besten die Kohle von da hier hin? Ach ja, stimmt ja, ich wollte Kohle. Ach egal. Komm, nehmen wir die Axt. Dafür haben wir sie. Und so viele Bäume stehen hier jetzt auch nicht im Weg. Nicht so viele. Ist quasi der Thüringer Wald hier. Der Harz hat leider nicht genug Bäume. So. Könnte auch der Schwarzwald sein. Wer weiß. So, dann haben wir das auch schon mal ein bisschen freier hier. Steht noch so ein fast unsichtbarer Baum hier noch mitten auf dem Feld. So, 4 Erzförderer. Der kommt jetzt... ja, der kommt da so hin. Da so hin. Da so hin. Und ja, da so hin. Ist jetzt nicht die schlauste Lösung, weil wir müssen das jetzt hier von hier oben nach unten leiten. Ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Lösung. Aber anders geht es gerade nicht. Die habe ich immer oben. Jetzt habe ich wieder keine Fließbänder. Es ist ja ein Traum. So. Die restlichen holen wir uns hier mal weg. So. Ja, es könnte erstmal so reichen. Jetzt brauchen wir Strom. Einmal hierhin. Einmal dorthin, 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 dorthin und dorthin.
was so schön ist, da auch noch ein. So, man kann sich das hier erstmal staunen. Am besten würde ich sagen, produzieren wir kann noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube, es war jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe, ne? Ja, ja, ja. Eigentlich kann ich das auch hier runterlaufen lassen. Damit ist mir sehr viel mehr geholfen als hier, weil irgendwo müssen wir die Ausgabe ja von den Dingern auch noch machen. Die haben wir hier grundsätzlich immer auf der rechten Seite. Ah. Ist nicht schlimm. So, einmal von hier so. Da so hin. Und dann wieder von hier nach hier so hin. Irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Geholfen. Ach du Arzt, das muss ja auch noch irgendwo hin. Oh Mann. Moment, wie viele brauchen jetzt eigentlich Kohle von unseren Rezepten? Ich glaube, es waren nur die Granaten, ne? Sind nur die Granaten, die Kohle brauchen. Von daher brauchen wir gar nicht so viel Kohle.